Und vielleicht könntest du noch mal was zu dem Clean Slate sagen. Das ist ja, wie soll ich sagen, hat schon einen gewissen Hype. Du hast ja auch gesagt, dass du sehr positive Erfahrungen damit gesammelt hast, beziehungsweise deine Community. Einige sagen aber auch, es ist gefährlich, aufgrund der Partikelgröße, oder es ist nicht natürlich, weil es ja aus einem Zeolith quasi, wo das Zeolith wird ja gewissermaßen bearbeitet, aufgebrochen und so weiter und so fort. Was sagt denn einfach die Erfahrung von, du hast ja wahrscheinlich schon mehrere hundert oder vielleicht sogar Ja, tausend Leute, Tausende, die das also über dich, ja. ja, die da Feedback gegeben haben? Also erstens ist jetzt natürlich so, dass ich sehr persönlich auch Kontakt mit Christina, und wir haben uns oft darüber unterhalten, und sie will es irgendwann auch nochmal aufbereiten, dass sie erklärt, was da passiert in dem Herstellungsvorgang. Und was ich eben wirklich mittlerweile, wo ich von überzeugt bin, dass sie eine Expertise hat, die eben nur wenig Menschen haben durch ihren biotechnologischen Hintergrund. Das heißt, es gibt auf diesem Präparat ein Patent, das mit 168 Health Claims, also Gesundheitsbehauptungen, und dieses Patent ist genehmigt seit ein paar Monaten, ne? Das heißt, es ist jetzt patentiert, und sie geht natürlich her und verarbeitet das auf eine besondere Art und Weise. Und sind keine Nanopartikel drin, also von der Größe her ist es größer als Nano, schon mal das einmal vorweg. Und im Endeffekt kann ich nur sagen, dass die Wirkung einfach da ist. Ja, also insbesondere das Clean Slate oder Clean Slate zusammen mit dem Zero In, das sind die beiden Produkte, wo wir bei autistischen Kindern unglaubliche Ergebnisse sehen, bei, ne, Parkinson-Patienten, bei depressiven Patienten und, und. Und ich nehme es selber, und ich habe halt eben unglaublich viel positives Feedback, was alle möglichen gesundheitlichen Dinge, die sich verändern, unter anderem zum Beispiel auch, haben Erfahrungsberichte und Feedbacks, dass Menschen, und der Firmengründer sagt, es soll eben auch die Zirbeldrüse entgiften und entkalken. Das muss es auch meiner Ansicht nach irgendwie tun, weil wir ganz viele Leute haben, die sagen, die nehmen das 2, 3, 4 Wochen und sagen, oh, ich träume plötzlich, ich kann mich an meine Träume erinnern, das konnte ich gar nicht mehr. Ich träume viel aktiver. Und wir hatten tatsächlich auch jemanden, die hat uns angeschrieben, die war so glücklich. Die hat im Alter von, also als Jugendliche und junge Frau, war sie hellsichtig, und dann irgendwann war das weg. Und dann hat sie das Clean Slate genommen, sie war jetzt so Ende 50 und schrieb, sie hat es 3 Wochen genommen und ihre Hellsichtigkeit ist wieder da. Also es muss die Zirbeldrüse oder irgendwas, ne, tatsächlich reinigen, und es muss auch meiner Ansicht nach, ne, irgendwas, wie auch immer es das macht, aber wenn autistische Kinder, und das haben wir als persönliche Erfahrungsberichte, das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwas erzählen, wo wir nicht persönlich Kontakt hätten und die Geschichten persönlich von den Eltern gehört haben. Ne, ich persönlich habe mal mit jemandem ein Interview gemacht, wie einen autistischen Sohn hatte. Ja, nach 6 Wochen Clean Slate war das Kind wie ausgewechselt, ne? Und andere Mutter mit 2 Söhnen im autistischen Spektrum, die sagte, der eine von schlechtester in Mathe zu bester in Mathe, die schlafen plötzlich, ne? Weil die haben nie durchgeschlafen, die sind kontaktfreudig, die umarmen mich, die haben Freunde, was auch nie der Fall war, weil sie natürlich in sich gekehrt sind und so. Und das nach einigen Wochen. Es gibt schon eine ganze Telegram-Gruppe für gerade Eltern autistischer Kinder, die eben mit dem Clean Slate und dem Zero In zusammen da Erfahrungswerte haben, die einfach gigantisch sind. Und von daher, ich selber fühle mich mit diesen Produkten so viel besser, dass sich für mich die Frage nicht stellt. Und auch, ne, nach dem Herstellungsvorgang, das wird die Firma nicht ganz offenlegen, weil eben, wie gesagt, das ist Patent und jetzt auch geschützt, ne, was sie da machen. Aber ich hoffe, dass Christina irgendwann mal das Ganze so zusammenfasst, dass man es vielleicht noch ein bisschen besser erklären kann. Das wäre zumindest das, was sie angekündigt hat. Und aber von der positiven Wirkung des Produktes her habe ich einfach keine Fragen. Da haben wir so viel positives Feedback. Ne? Und was denkst du, wie diese ganzen positiven Erfahrungsberichte zustande kommen? Ich persönlich, also meine Einschätzung ist, ganz kurz und knapp, dass das Clean Slate einmal ein sehr breites Wirkungsspektrum hat von Sachen, die es entgiften kann, und dass es auch in Bereiche hinkommt, wo man mit anderen Entgiftungsmitteln
schwer hinkommt. Wie ja. zum Beispiel, also ich will jetzt nicht sagen, dass es das macht, aber es könnte das machen, wie zum Beispiel in die Zellen, ins Blut, in die Organe, ja. eventuell auch über das lymphatische System ins Gehirn. Ja. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Was sagst du dazu? Ja, also denke ich auch. Und ich denke halt über die Partikelgröße. Also was ich weiß, ist, dass in dem Herstellungsvorgang das Ganze gefroren und dann gesprengt wird und dass eben verschiedene Fragmentgrößen dadurch entstehen, ne, die dann natürlich an verschiedene Stellen im Körper hingelangen können. Ne, und ich denke eben auch, das hat ein großes Spektrum. Also wir haben auch, also erstens haben wir einige Klinghardt-Therapeuten, die schon lange mit Entgiftungspräparaten arbeiten und die dann irgendwann sagen, also eigentlich brauchen wir fast nur noch das. Ja. Das ist also fantastisch. Und die testen es. Also das heißt, die testen ja ihre Patienten durch. Und wir haben nicht nur einen Klinger-Therapeuten da, den wir kennen, sondern mehrere. Und die alle sagen, es testet unwahrscheinlich positiv. Und nachher die klinischen Erfolge sind ja da. Ne? Also das Produkt macht schon das, was wir alle so, wo wir von ausgehen, dass es das auch tut. Und ich denke eben auch, dass es ein großes Spektrum hat an Sachen, die es entgiften kann. Wir haben eben auch Schätze, die haben messen lassen, die zum Beispiel ihre Belastung mit Aluminium und Quecksilber gemessen haben und dann nach 3 oder 6 Monaten der Einnahme von CleanSlate wieder gemessen haben und mit wesentlich besseren Werten. Also auch das haben wir. Ne? Nicht nur die klinischen Rückmeldungen einer klinischen Verbesserung, sondern auch wirklich das Ganze auch schwarz auf weiß. Ne? So. Und eben die Therapeuten, die es testen und sagen, das ist einfach gigantisch und wir haben halt nachher auch den Patienten, dem es besser geht. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Das ist ja das Entscheidende eigentlich. Ne? Ja. Und hast du auch Feedback in Bezug auf, sage ich mal, die aktuelle Zeit, also Spike-Proteine, aber auch sozusagen Impfschäden oder da gewisse Nebenwirkungen? Also das war ja eins der ersten Produkte, die ich zu den normalen Sachen mit Vitamin C und so weiter auch noch mit reingenommen habe ins Protokoll. Und da haben wir also einmal zum Beispiel das so gehabt, mit was jetzt Shedding angeht, dass wir auf einem Seminar 2 Teilnehmerinnen, wir haben Freitagnachmittag angefangen und Freitagabend kamen die beide zu mir und sagten, hier ist jemand, der geimpft ist, weil wir es einfach, die eine konnte gar nicht aus den Augen gucken. Es war alles geschwollen und gerötet und tränende Augen und die andere sagte, oh, mir ist schwindelig, ich habe Kopfschmerzen, Zungenbrennen, ne, so. Also typische Shedding-Symptome, was die beiden von sich auch kannten. Und beim CleanSlate sagen wir immer, fang langsam an mit 2x2 Tropfen, weil du kannst Entgiftungsreaktionen haben. Aber eigentlich die Dosis wäre 2x10 Tropfen. Und da habe ich dann gesagt, ich habe es dabei. Wenn ihr euch traut, nehmt 10 Tropfen heute Abend, haben sie auch gemacht und am nächsten Morgen auch. Und dann waren die Shedding-Symptome weg. Also die haben es übers Wochenende hinweg weiter eingenommen und haben dann eben auch keine Probleme mehr gehabt an dem Wochenende. Und tatsächlich, wenn ich reise, ich habe es auch immer dabei, ich tue es in mein Wasser und so weiter. Also das ist schon, ne, ich gehe schon davon aus, dass es viel dieser Sachen auch rausnimmt, auch Spike-Proteine rausnehmen kann, ist meine Vermutung. Kann ich nicht beweisen, aber glaube ich. Und wir haben auch geimpfte Menschen, die eben mit wirklich auch Kopfschmerzen, Schwindel, solchen Sachen, solchen Symptomen reagiert haben oder Hautproblemen, die in kurzer Zeit nach der Einnahme von CleanSlate und die nichts sonst geändert haben, die jetzt nur das CleanSlate dazu genommen haben und die Symptome haben sich sehr, sehr schnell verbessert. Ne? Also von daher traue ich diesem Produkt ganz schön viel zu, muss ich mittlerweile ehrlich sagen. Ne? Du nimmst es und empfiehlst es ja auch nicht erst seit gestern, sondern jetzt bestimmt schon ein Jahr über ein Jahr. Ich habe September letzten Jahres angefangen, seitdem ist es in all meinen Protokollen und dann kamen noch die anderen Produkte halt dazu. Und mittlerweile sind wir jetzt im Dezember, eineinviertel Jahr empfehle ich es jetzt und mittlerweile eben über tausende von Menschen, muss ich mittlerweile sagen. Und ich habe eben auch gesprochen mit, ich war jetzt also auch auf einem größeren Event von Root und habe da auch einige Ärzte, die eine Ärztin aus Belgien, die eine Klinik hat, die ist auf Borreliose-Patienten spezialisiert. Und die hat mir beim Frühstück also auch eine Story erzählt, wo sie zum Beispiel sagte, sie hatte eine Borreliose-Patientin, die zu ihr kam und da hatte sie 5% überhaupt noch Kapazität, also des Gehirns. Die waren nur erschöpft, die konnte überhaupt nicht mehr denken, die konnte gar nichts mehr. Und sie sagt, dann hat sie angefangen mit den üblichen Sachen, mit den Infusionen, die sie normalerweise macht und nach irgendwie 4-5 Monaten war sie dann vielleicht bei 30%. Ne? Also schon besser, aber immer noch extrem eingeschränkt.
Und dann ist sie in Kontakt gekommen mit den Root-Produkten und erstmal nur mit dem Clean Slate und hat ihr das Clean Slate mitgegeben. Nee, und das Zero In. Beides gab es schon zu dem Zeitpunkt. Und sie sagt, nach 4 Wochen kommt die Patientin wieder und sagt, ey, ich bin bei 80-90%. Ist ja der Wahnsinn, ne? Sagt sie also wirklich in 4 Wochen. Und noch ein bisschen weiter hat sie auch noch die anderen Produkte genommen und sie sagt, und neulich hat sie dann das ganze Haus dekoriert, also hat gesagt, sie will jetzt, wo sie wieder gesund ist, will sie alles, ne, einmal schön machen. Ihr Mann hat gesagt, ich habe aber keine Zeit, musst du schon selber machen. Und dann ist sie hergegangen und hat das ganze Haus gestrichen, was undenkbar gewesen wäre, ne, noch ein paar Wochen vorher.